Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich Zeit dazu genommen haben. Mein Name ist Roland Jegen und ich freue mich, Sie im Namen von WH Self Invest zu unserem heutigen Webinar in Kooperation mit Godmode Trader willkommen zu heißen. Und da freuen wir uns heute ganz besonders, Lisa Gehring begrüßen zu dürfen, die wahrscheinlich den meisten durch ihre Chartanalysen auf Godmode Trader und insbesondere auch in ihrem eigenen Guidance-Kanal bekannt sein dürfte, die heute zum Thema erfolgreich Vermögen aufbauen für uns referieren wird und uns dabei ihre Strategie vorstellen wird. Hallo Lisa. Hallo Roland, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in der Sendung zu Gast sein darf. Herzlich willkommen auch, liebe Damen und Herren. Und ja, dann wollen wir doch gleich starten, oder? Genau, würde ich auch sagen, starten wir und dann übergebe ich jetzt den Monitor an dich und dann kannst du übernehmen. Perfekt, danke. Genau. So, kurze Frage in die Runde. Können Sie diesen Bildschirm von mir sehen, meinen Desktop? Perfekt. Dann würde ich erstmal anfangen mit der Präsentation. So, dann sollten Sie die jetzt auch sehen. Genau, also nochmal herzlich willkommen. Wie der Titel des Webinars schon aussagte, heute soll es um das Thema erfolgreich Vermögen aufbauen gehen. Und zwar möchte ich in einem ersten Schritt meine Strategie vorstellen. Ich möchte auf die verschiedenen Elemente der Strategie eingehen, destiniert. Und dann würde ich in Guidance anhand von konkreten Beispielen zeigen, wie ich tatsächlich das Ganze dann in der Praxis umsetze. Also hier die Brücke von der Theorie in die Praxis schlagen. Vielleicht nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Lisa Gehring. Vielleicht kennen mich einige schon. Ich bin Expertin für Vermögensaufbau auf Godmode Trader und Guidance. Ich handle selber schon seit ich 16 bin an der Börse und habe eben im Laufe der Jahre diese Strategie entwickelt, setze die auch jetzt schon seit 2 Jahren öffentlich eben als Expertin um. Wie vielleicht einige wissen, hatte ich lange Zeit 2 Musterdepots, ein mittel- und ein langfristiges, in dem ich die Strategie umgesetzt habe. Nun ist das Ganze in ein Wikifolio übergegangen und insbesondere die langfristigen Aspekte der Strategie sind auch in das langfristige Promax-Depot übergegangen. Genau, dann würde ich jetzt mal starten mit dem Vortrag und zwar mit den drei Kernelementen meiner Strategie. Ich habe einmal die Benchmark, dann die Investmentkategorien und die Absicherungswerte. Kurz schon mal vorneweg, ein Element, was mir sehr wichtig ist bei meiner Strategie, ist, ich werde nun im Detail ausführen, wie ich diese verschiedenen Elemente handhabe. Diese lassen sich jedoch auch individuell anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Das heißt, die Strategie ist auch so auslegbar, wie es dann für den jeden Einzelnen am besten zu handhaben ist. Ich werde das Ganze gleich anhand der Benchmark schon mal erläutern. Kurze Frage jetzt nochmal in die Runde. Ich habe jetzt gerade hier eine Anmerkung, die sagt, dass ein Teilnehmer hat keinen Ton. Ist das generell der Fall, dass man mich nicht hört oder ist das leider ein Problem bei diesem Teilnehmer? Okay, scheinbar Also ist ich es höre dich leider ein auch weiterhin Problem. sehr gut. Okay, sehr schön. Dann ist es leider ein Problem bei Ihnen. Vielleicht nochmal neu starten und nochmal neu reingehen. Vielleicht klappt es dann. Auch nochmal kurz auf eine Frage schnell, bevor ich weiter starte. Ja, es wird eine Aufzeichnung des Ganzen geben und diese Aufzeichnung wird dann auch verfügbar sein. Genau, kommen wir also zum ersten Element meiner Strategie, die Benchmark. Eine Benchmark ist ganz klassisch ein Vergleichsmaßstab, so auch im Rahmen meiner Strategie ist es für mich das Grundgerüst. Meines Erachtens sollte die Benchmark eine Strategie die Rendite darstellen, die ich als Investor am Aktienmarkt erreichen möchte. Für mich persönlich ist es der S&P 500. Das heißt, ich sage mir, der S&P 500, der hat über die vergangenen Jahrzehnte ungefähr eine annualisierte Rendite von 10% mit reinvestierten Dividenden. Und das ist eine Performance, die ich mindestens haben möchte oder übertreffen möchte, mit der wäre ich zufrieden.
Wie eben gesagt, das Ganze ist auf jeden Einzelnen anwendbar. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, mir ist der S&P 500 zu Amerika-lastig, ich möchte lieber wirklich einen marktbreiten Index, dann kann er sich natürlich eine andere Benchmark nehmen, die marktbreiter ist. Man kann aber auch sagen, der S&P 500 ist mir persönlich jetzt nicht riskant genug, ich möchte eine, beziehungsweise nicht performant genug, ich gehe gerne lieber in einen riskanteren Index rein, der dann aber auch eine höhere Performance hat und das ist meine Benchmark, dann ist das natürlich eben auch möglich. Also wie gesagt, die Elemente sind dann individuell anpassbar. Wie gesagt, für mich ist der S&P 500, das ist mein Vergleichsmaßstab und das heißt aber im Umkehrschluss für mich auch, dass ich nur Werte in meinem Portfolio aufnehme, die den S&P 500 schlagen können. Das heißt beispielsweise, wenn ich eine Aktie interessant finde, dann schaue ich mir die natürlich an, die Aktie, und bevor ich die aber in meinem Portfolio kaufen würde, dann würde ich die Performance abgleichen, je nachdem, aus welcher Kategorie sie ist, da komme ich dann später nochmal drauf zurück, erfolgt dies dann, sobald sie im Portfolio ist, zu unterschiedlichen Zeitpunkten erneut. Aber wichtig eben einmal vorm Kauf und dann tue ich dies aber auch, wenn die Werte schon in meinem Portfolio drin sind. Es kann nämlich durchaus sein, dass man einen Wert hat, der sehr lange eine sehr gute Performance hat, und dann aber aufgrund von Veränderungen der Branche oder Veränderungen im Unternehmen dann auf einmal kontinuierlich unterperformt und dann nehme ich diesen Wert aus meinem Portfolio raus. Wichtig hier, weil ich eben gerade auf solche Elemente eingegangen bin, dass ich Werte auch mal rausnehme wegen Unterperformance. Was ich persönlich mache, ist schon, wenn ich jetzt einen Wert habe, gerade aus dem längerfristigen Bereich, der seit Jahrzehnten eine sehr, sehr gute Performance hat, und dann aufgrund von einem einmaligen, außergewöhnlichen Ereignis über einen gewissen Zeitraum unterperformt und aber zu erwarten ist, dass er, nachdem er sich erholt hat, wieder eine Outperformance vorweist, dann würde ich den Vergleich bis zur Erholung aussetzen. Aber auch hier wiederum, das ist mein Vorgehen, das muss jeder Investor für sich dann entscheiden. Es kann natürlich nämlich auch sein, dass dieses einmalige Ereignis sich dann als langatmiger herausstellt, als man es ursprünglich angenommen hatte und man dann dadurch einiges an Performance verliert. Genau, wie gesagt, aber im Grunde S&P 500, das ist für mich die Benchmark, daran orientiere ich alle meine Handelsentscheidungen. Die Frage jetzt: Wie möchte ich aber diese Benchmark schlagen? Und zwar, indem ich in die folgenden drei Kategorien investiere. Fangen wir an mit ETFs. ETFs haben im Rahmen meiner Strategie, wie man vielleicht ganz schön an dem umgedrehten Dreieck sehen kann, spielen sie eine übergeordnete Rolle. Der Grund hierfür ist, dass sie sich meines Erachtens besonders gut für den Aufbau von langfristigen Vermögen eignen aufgrund ihrer Eigenschaften. Sie weisen vergleichsweise geringe Kosten auf und sie ermöglichen auch durch eine Investition, also durch eine Position, eine Investition in eine gesamte Branche bzw. verschiedene Branchen aufgrund der inhärenten Diversifikation, die ETFs vorweisen. Gleichzeitig ist es auch so, dass man tendenziell, wenn man Vermögen aufbaut, das Ziel sein sollte, dass man in Richtung des langfristig steigenden Aktienmarkts geht. Und im Grunde ist es ja das, was ein ETF abbildet. Das heißt, er ist auch in Summe weniger volatil, geringeres Risiko, aber natürlich auch eine geringere Performance. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, die ich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen habe, warum ich denn nicht nur in ETFs investiere, da sie ja durchaus viele Vorteile aufweisen. Es ist aber eben, wie gesagt, so, sie reagieren abgeschwächt auf die Ereignisse, geringeres Risiko, ist aber am Aktienmarkt auch mit Aussicht auf eine geringere Performance immer entgegenzusehen. Kommen wir zu dem Kaufkurs für ETFs. Der Einstiegskurs spielt für mich in dieser Kategorie eine vernachlässigbare Rolle. Der Grund hierfür ist, das ist für mich einfach eine langfristige Investition. Das heißt, ich würde hier eher schauen, ist er gerade eher teuer, dann würde ich vielleicht weniger kaufen. Oder ist er günstig, dann würde ich mehr kaufen. Also klassisch, wie man es mit der Cost-Average-Methode kennt. Und im Durchschnitt bekommt man einfach einen schönen,
einen schönen Einstiegspreis. Aber hier geht es mir eben nicht darum, den optimalen Einstiegspreis zu finden, sondern ich möchte einfach von der langfristigen Aufwärtstendenz des Marktes profitieren. Was wären hier beispielsweise Positionen, die meines Erachtens interessant sind oder in die ich auch schon investiert habe im Rahmen meiner Strategie? Ganz klassisch, der S&P 500 bietet sich für mich an, einfach weil das ist meine Benchmark, das heißt, das ist die Grundperformance, die ich erreichen möchte. Und durch eine Investition in diesen ETF erreiche ich es, dass ich mein Portfolio einfach damit schon untermauere und dann darauf aufbauen kann. Gleichzeitig, warum ist auch der S&P ansonsten für mich interessant? Warum finde ich, dass es ein interessanter Index ist? Er bildet die Entwicklung des amerikanischen Marktes sehr gut ab. Und das ist meines Erachtens ein Markt, der auch in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen wird. Und gleichzeitig ist er auch in jeder konjunkturellen Situation gut aufgestellt. Das heißt, es ist ein Index, der einfach wirklich eine sehr hohe Kontinuität aufweist. Er hat Werte drin aus Sektoren wie den Technologiesektor beispielsweise, die gerade in Phasen von steigenden Zinsen sich gut entwickeln, hat aber eben auch Werte aus vielen konservativen und konjunkturunabhängigeren Industrien drin. Hier unten habe ich ein paar Beispiele aufgeführt an ETFs, die man auf den S&P 500 kaufen könnte. Meines Erachtens ist es aber auch wichtig, dass man auch bei ETFs nicht nur in einen ETF investiert, sondern auch hier eine gewisse Diversifikation hat. Vielleicht ein Richtwert sind 2, 3, aber auch das ist jedem Investor dann seinem eigenen Empfinden überlassen. Interessant ist es zum Beispiel vielleicht, wenn ich sage, der S&P 500 ist für mich die Basis, ist eher ein marktbreiter Index. Ich möchte aber es auch nutzen, mit ETFs von vielversprechenden, vielleicht auch ein bisschen riskanteren Branchen zu profitieren. Dann bietet es sich zum Beispiel an, ich sage, ich kaufe als Beispiel mir auch einen ETF aus dem Biotechnologiesektor oder wie ich es auch tue, ich ergänze das Ganze durch einen ETF auf den Nasdaq 100. Meines Erachtens Technologiebranche, die Branche, die auch in Zukunft den Wirtschaftssektor dominieren wird. Und der Nasdaq 100 ermöglicht es mir, in diesen vielversprechenden Sektor zu investieren, bei niedrigerem Risiko, als wenn ich jetzt auf Einzelwerte setzen würde. Gleichzeitig ist es so, dass der Nasdaq 100, auch wenn er als Benchmark für die Technologiebranche gilt, dennoch recht marktbreit aufgestellt ist und auch einige oder viele andere Unternehmen in seinem Portfolio hält. Allerdings ein wichtiger Aspekt, den man oft vergisst im Bereich ETFs, ist, dass natürlich auch ETFs einem gewissen Risiko ausgesetzt sind. Eines dieser Risiken, das man beispielsweise beim Nasdaq 100 erkennt, ist das Konzentrationsrisiko, das gerne von den großen Positionen ausgeht. Also beim Nasdaq 100 ist es beispielsweise so, dass von den Top 10 Positionen allein dort sind 50% des Anlagevermögens investiert. Das sind eben die Fangaktien, unter anderem natürlich mit ein paar anderen noch, aber würde jetzt zum Beispiel bei diesen Positionen ein starker Rückgang geschehen, dann würde das natürlich auch den ETF stark treffen. Aber eben das Schöne an ETFs ist das, dass langfristig immer die besten in dem Index notierten Aktien nachrücken und somit hat langfristig garantieren, dass man immer aufgrund von Umschichtungen von den Leadern der jeweiligen Branche profitiert. Immer wichtig bei mir, der Vergleich mit der Benchmark, das gilt auch für ETFs. Wie gesagt, ich schaue mir immer an, dieser Wert, der interessiert mich, aber wie performt der im Vergleich zu meiner Benchmark? Hier allerdings, da es ein ETF ist, setze ich den Vergleich gelegentlich an. Also jetzt nicht so häufig wie vielleicht dann bei meiner dritten Kategorie, auf die ich später noch komme, spekulativere Aktien, sondern bei den ETFs schaue ich mir beim Initialkauf meistens erstmal die ganz langfristige Perspektive natürlich an und orientiere mich dann meistens an den 2-Jahres-Verlauf. Wie gesagt, wie man hier sieht, sehr schöne Outperformance des Nasdaqs, des S&P 500. Kommen wir nun zu meiner zweiten Kategorie, konservative Aktien.
Konservative Aktien müssen für mich gewisse Eigenschaften erfüllen. Also nicht jeder Wert, der als konservativer gilt, würde jetzt für mich in diese Kategorie fallen, sondern es müssen Aktien sein, die ähnlich dem Gesamtmarkt langfristig nach rechts oben tendieren. Das heißt, die konstanten Kurszuwachs über mindestens ein Jahrzehnt, präferabel über mehrere Jahrzehnte bereits vorweisen. Weiter ist für mich aber wichtig, dass auch in der Zukunft Wachstumspotenzial besteht. Wie identifiziere ich das? Ich schaue mir stark an, wie ist die Branche aufgestellt, in der das Unternehmen tätig ist? Ist das eine zukunftsträchtige Branche? Ist das eine Branche, für die ich viel Potenzial sehe? Und wie ist das Unternehmen in dieser Branche aufgestellt? Was ist der Wettbewerbsvorteil von diesem Unternehmen? Weiterer wichtiger Aspekt in dieser Kategorie sind auch die Dividendenzahlungen. Wie man weiß, sind gerade im langfristigen oder beziehungsweise im Bereich des Vermögensaufbaus Dividendenzahlungen sehr interessant, da durch Wiederanlage aufgrund des Zinseszinseffekts einfach ein sehr schöner Mehrwert entsteht. Vielleicht hier kurz, um das Ganze greifbar zu machen, anhand des S&P 500, weiß ich es zufällig, weil ich es analysiert habe. Also hat es wirklich annualisiert über die vergangenen Jahrzehnte eine Differenz von rund 2% jährlich gemacht, ob man jetzt bei der annualisierten Rendite, ob man jetzt die Dividenden reinvestiert hätte oder nicht. Klar ist aber auch natürlich, eine Einzelaktie ist einer höheren Kursschwankung ausgesetzt als ein ETF. Das heißt, höheres Risiko, aber natürlich auch Chancen auf eine höhere Performance. Kommen wir nun auch hier zum Kaufkurs. Auch bei konservativen Aktien spielt es für mich eine geringere Rolle. Das sind Werte, die ich ähnlich bei ETFs eher in der langfristigen Perspektive sehe. Das heißt, die man immer wieder kaufen kann und eigentlich niemals verkaufen sollte und halt bei Kursschwäche eben nachkauft. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass halt nach wie vor das Gesamtbild des Unternehmens stimmt. Das heißt, dass eben die Branche nach wie vor performant ist und dass auch das Unternehmen nach wie vor einen starken Wettbewerbsvorteil hat. Es kann auch in diesem Bereich sein, dass mal eine Aktie eben dann leider aus dem Portfolio genommen werden muss. Ein schönes Beispiel, das wahrscheinlich leider viele kennen, ist Nokia. Ganz klar ein starker Gewinner lange gewesen und hat sich dann aber leider von dieser Vormachtstellung verabschiedet. Weltweit eignen sich nicht sehr viele Aktien für diese Kategorie. Natürlich, es gibt eine breite Masse an Aktien. Das heißt, das Spektrum ist groß genug, dass für jeden Investor hier ein interessanter Wert dabei ist. Aber eben, wie gesagt, nicht jede konservative Aktie eignet sich meines Erachtens in meiner Strategie für diese Kategorie. Einige Beispiele, auch hier Louis Vuitton, Hennessy, CME und Berkshire Hathaway, wobei ich auf die ersten zwei jetzt nochmal detaillierter eingehen werde und erklären werde, warum das für mich Kandidaten in dieser Kategorie sind. Genau, fangen wir an mit Louis Vuitton Moët Hennessy. Was überzeugt mich an diesem Wert für diese Kategorie? Einerseits ganz klar, der langfristige Kursverlauf, wie ich gesagt hatte, das ist das Erste, auf was ich schaue, steigende Kurse über Jahrzehnte. Zweite, ganz wichtig, die zukunftsträchtige Branche. Louis Vuitton Moët Hennessy ist ein multinationaler Konzern, der mit einem starken Fokus auf Luxusgüter zusammengesetzt ist. Das heißt, es ist ein Konglomerat einerseits, das heißt, ich profitiere sogar bei dieser Aktie von inhärenter Diversifikation und andererseits, wie gesagt, Fokus auf eine interessante Branche, die Luxusbranche. Hauptumsatztreiber sind tatsächlich hier die Millennials, also die sogenannte Generation Y und Generation Z. Das heißt, das ist die Generation ungefähr von 1980 bis 2010, 2012. Das heißt, das ist eigentlich die Generation, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eigentlich die starke Kaufkraft aufweisen werden. Viele hiervon kommen aus Asien auch tatsächlich. Ich habe persönlich ein Jahr lang in China gewohnt und konnte das dort auch selber miterleben. Dieser Fokus auf Luxus, der Markenwahn, wie man fast nennen kann. Das heißt, meines Erachtens, das ist wirklich ein Bereich, der sich in den nächsten Jahren noch stark entwickeln wird. Und ich finde, wie man sieht, dass einfach generell weltweit zunehmend der Fokus auf Luxus steht. Und hiervon profitiert Louis Vuitton Moët Hennessy sehr stark. Zugleich ist das Unternehmen nämlich auch die Luxusmarke mit den meisten Social Media Followern. Wiederum hier ein Aspekt, der zeigt, wie beliebt diese Marke genau bei dieser Zielgröße ist, bei den Zielkunden ist.
Noch ein kleiner schöner Nebeneffekt. Wie gesagt, Dividenden sind wichtig. Der Konzern hat jetzt das 10. Mal in Folge die Dividenden erhöht. Hier nochmal meines Erachtens ein kleiner Pluspunkt. Wie gesagt, wieder wichtig, der Vergleich mit der Benchmark. Weil ich meine, wie man vielleicht gemerkt hat, mir gefällt der Wert persönlich sehr gut. Ich bin von diesem Wert überzeugt. Dennoch kann es sein, dass mir das Bild zeigt, jedoch ist ein super interessanter Wert, aber der S&P 500 performt halt stärker. Dann bringt es mir nichts, diesen Wert in mein Portfolio aufzunehmen. Hier langfristige, also konservative Aktien, eher langfristig ausgerichtet. Das heißt, auch hier halte ich die Vergleichsfrequenz niedriger. Auch hier würde ich initial mir erstmal natürlich das langfristige Bild und dann ungefähr den Verlauf über die vergangenen 2 Jahre anschauen. Und dann würde ich den Vergleich vielleicht alle halbe Jahre oder jedes Jahr mal tätigen. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel aus dieser Kategorie. CME, das ist die Aktie von der Chicago Mercantile Exchange, ist die größte Terminbörse der Welt. Als Börse fungiert CME als elektronischer Vermittler, stellt seine Dienste vor und für diese Dienste kassiert das Unternehmen Transaktionskosten pro Handel. Das heißt, desto mehr gehandelt wird, desto höher ist auch der Umsatz des Unternehmens. Und das zeigt eben auch, dieses Unternehmen profitiert von Instabilität und Volatilität an den Finanzmärkten, wenn eben Investoren oder Trader vor allem versuchen, ihre Position abzusichern oder wenn sie spekulieren wollen. Und das heißt eben, dass dieser Wert, wie man dann erkennt, auch am Aktienverlauf sich sehr entgegen anderer Werte entwickelt. Das heißt, gerade in Zeiten, wenn andere Werte stark zurücksetzen oder schwanken, dann schießt CME gerne in die Höhe und bildet sozusagen quasi eine schöne auch Diversifikationsposition im Portfolio, da es sich eben schön entgegengesetzt entwickelt. Weiteres schönes Element hier sind die Sonderdividenden. CME zahlt nicht nur Standarddividenden, sondern zahlt nun bereits seit mehreren Jahren auch eine sogenannte Sonderdividende. Und dadurch, dass das Unternehmen diese selber bereits als jährlich variable Dividende betitelt, geht man davon aus, dass sich das auch fortsetzen wird. Also hier nochmal ein schöner Zusatzeffekt. Auch hier wieder ganz klassisch Vergleich mit der Benchmark. Und wie man eben hier, finde ich, schon mal ganz schön erkennen kann, CME entwickelt sich gerne gegenläufig zum Gesamtmarkt. Ich schaue jetzt mal ganz kurz schon mal, dass, bevor ich in den nächsten Abschnitt übergehe, zu meiner dritten Investmentkategorien, ob Fragen aufgekommen sind. Hier eine Frage zu, mit welcher Webseite ich diesen Vergleich mache. Ich mache diesen Vergleich auf Guidance. Ich würde das dann auch später nochmal anhand von konkreten Beispielen zeigen, wie ich das auf dieser Webseite mache. Dann eine Frage, wenn man in das Langfristdepot einsteigen möchte, ob man bestehende Positionen nachkaufen und kontinuierlich kaufen kann. Ich glaube, es geht darum, die Frage, ob man quasi darauf warten muss, dass ich hier eine Empfehlung abgebe, bei meinen langfristigen Positionen nicht. Nein. Ich versuche natürlich schon, möglichst interessante Einstiegsmomente zu identifizieren, jetzt nicht unbedingt am teuersten Moment zu kaufen, aber man weiß es einfach nicht, weil die langfristige Marktentwicklung meines Erachtens, das ist etwas, das sollte man bewusst nicht in seine Entscheidung bei den langfristigen Werten einbeziehen, sondern wenn man hier Vermögen aufbauen möchte, dann einfach regelmäßig nachkaufen, je nachdem, wie es für einen persönlich am besten passt, in Form von einem Sparplan bietet sich hier auch gerne an, oder selbstständig, aber hier geht es nicht darum zu warten, bis ein Experte, beispielsweise ich, sagt, jetzt einsteigen, sondern es sind Werte, die man kontinuierlich kaufen kann. Das bezieht sich jetzt wohlgemerkt eben auf die sehr langfristig ausgerichteten Werte meiner Strategie, das heißt auf die ETFs und die konservativen Aktien. Ich komme jetzt zu den nächsten Punkt, jedoch spekulative Aktien. Auf die würde sich das nicht beziehen. Genau, spekulative Aktien sind die dritte Kategorie, in die ich investiere. Erhöhtes Risiko, wie man vielleicht schon anhand des Namens erkennt. Wichtig ist es hier, warum investiere ich zusätzlich in spekulative Aktien? Der Grund ist der, obwohl sie natürlich ein erhöhtes Risiko birgen, ergänzen sie meines Erachtens den langfristigen Value-Ansatz sehr schön,
weil sie ermöglichen eine höhere Rendite. Aufgrund der mittelfristig stark wachsenden Growth-Werte, die ich in dieser Kategorie eher sehe. Und sie ermöglichen mir wirklich nochmal diesen Vorteil, den ich schon durch die konservativen Aktien habe, noch weiter zu stärken. Chancen auf sehr gute Rendite sind natürlich aber auch mit einem erhöhten Risiko verbunden, ganz klar. Deswegen gerade hier wichtig, restriktives Risikomanagement bei der Positionsgröße. In meinem Gesamtdepot, wie man vielleicht auch nochmal schön an dem umgedrehten Dreieck sieht, spielen sie für mich persönlich eine geringere Rolle wie die anderen beiden, also quasi halt an der Positionsgröße gemessen, ist die kleinste Position in meinem Gesamtdepot und ich gleiche auch hier meine Erwartung regelmäßiger ab als bei den anderen Werten. Bei diesen Werten ist es mir genauso wie bei den konservativen Werten sehr wichtig, wie sieht die Branche aus und wie sieht der Wettbewerbsvorteil aus. Also tatsächlich kann man sagen, hier noch um einiges wichtiger, denn es handelt sich hier oft um Unternehmen, die das Potenzial haben, durch ihre disruptiven Technologien den Markt zu verändern. Das heißt, blicken auf sehr starkes zukünftiges Wachstum, haben eben oft auch ein hohes KGV, obwohl sie teilweise auch noch gar nicht profitabel sind. Auf der anderen Seite sind das eben auch oft Branchen, die sehr zukunftsträchtig sind. Diese Unternehmen sind stark positioniert. Das kann sich allerdings auch innerhalb kürzester Zeit ändern. Wenn ein neuer Konkurrent in den Markt eintritt oder beispielsweise einer von den bestehenden Riesen in den Markt eintritt, wie es gerne zum Beispiel bei Amazon der Fall ist, dann kann es gerne mal sein, dass solch ein Wert stark einstürzt und sich lange nicht erholt. Deswegen auch wichtig, auch Werte dieser Kategorie, spekulative Aktien, sind für mich im Rahmen meiner Strategie keine reinen Momentumwerte. Also ich kaufe hier keine Werte rein, von denen ich ausgehe, dass sie sich in den nächsten paar Monaten super entwickeln. Und dann war es das wieder, sondern ich kaufe hier Aktien, von denen ich wirklich den Eindruck habe, sie haben einen extremen Wettbewerbsvorteil. Sie werden sich am Markt als Gewinner hervortun. Und ich kaufe sie daher schon mit einem Horizont von 5 Jahren, was für manche jetzt sehr lange erscheinen mag. Aber wie gesagt, es ist eine Strategie des Vermögensaufbaus für mich. Das heißt, es geht mir nicht um Spekulationen, sondern es geht mir auch bei meinen spekulativen Werten darum, meinen Vermögensaufbau voranzutreiben. Hier aber eben, wie eben gesagt, in dieser Kategorie spielt der Kaufpreis für mich eine Rolle. Ich habe das in der Vergangenheit, ich habe meine Strategie ja natürlich auch entwickelt und zum Anfang habe ich bei diesen Werten das manchmal nicht beachtet. Das kann ich nachher vielleicht auch noch mal kurz zeigen in Guidance, das hat mir nicht sehr gut getan, weil es eben einfach so ist, diese Werte, sie sind sehr performant, aber es kann einfach zu Ereignissen kommen, die sie dann nach unten drücken und das dann unterperformen sie über eine längere Zeit und dem möchte ich mein Portfolio nicht aussetzen. Ich möchte quasi die Performance nach oben, ich möchte das Potenzial optimieren und meine Verluste nach unten minimieren. Deswegen setze ich bei diesen Werten neben der Analyse des Unternehmens fundamental und auch im Vergleich zum Wettbewerb bei meinen Käufen ausschließlich auf interessante Kaufchancen. Und zwar identifiziere ich sie gerne basierend auf der klassischen Charttechnik, aber besonders auf der Cancelling-Technik. Es ist eine Technik von einem amerikanischen Investor namens William O'Neill. Das ist eine Technik, die ich auch gerne dann in Guidance nochmal kurz zeige, die sich für mich als sehr performant erwiesen hat, gerade bei diesen spekulativen Werten sehr interessante Einstiegschancen mit danach schönen Runs zu identifizieren. Diese Werte sind nicht unbedingt von langfristiger Natur. Ich hatte zwar gesagt, ich kaufe sie mit einem Horizont von ungefähr 5 Jahren. Aber wie gesagt, gerade bei diesen Werten kann es sein, dass sich innerhalb kürzester Zeit das gesamte Bild des Unternehmens ändert. Entweder, weil sich das Unternehmen in eine andere Richtung entwickelt oder aber auch, weil ein neuer Konkurrent im Markt eingetreten ist. Zwei Beispiele auch aus diesem Bereich. Einmal Okta. Wieso finde ich Okta interessant? Wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig bei diesen Positionen ist, wie zukunftsträchtig ist die Branche und welchen Wettbewerbsvorteil hat das Unternehmen. Und Okta ist im Bereich cloudbasiertes Identity und Device Management tätig. Meines Erachtens eine Branche, die in der Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Wir schreiten zunehmend in die Welt der Digitalisierung. Das lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Immer mehr Daten werden gespeichert. Gleichzeitig kommt aber immer wieder das Thema auf Datenschutz. Es wird immer wichtiger. Das heißt, die Möglichkeit, sich bei seinen Identifizierungen und bei seinen Tätigkeiten im Web, dass man da eine Sicherheit hat, ist einfach essentiell.
Und genau hier unterstützt Okta bei der Sicherung von cloudbasierten Daten. Und wie gesagt, wichtige Branche, aber für mich auch wichtig, was ist die Rolle von Okta in dieser Branche? Okta ist klar ein Leader, wird regelmäßig gerade bei solchen spekulativeren Branchen oder neueren Branchen, wird ja von Analyseunternehmen analysiert, wie schlagen sich die Unternehmen, wie sieht die Konkurrenz aus. Und Okta wird hier regelmäßig als Leader identifiziert von sehr bekannten und großen Analystenhäusern. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch am Aktienmarkt wieder. Wenn man sich eben auch hier ganz klassisch anschaut, wie performt Okta im Vergleich zu Benchmark, dann sieht man auch hier eine sehr schöne Outperformance. Wichtig hier, wie man vielleicht schon erkennt, Okta ist ein spekulativerer Wert. Das heißt, hier setze ich den Vergleich kurzfristiger an. Beim Initialkauf schaue ich mir ein Jahr erstmal an und dann aber auch die einzelnen Quartale. Und auch wenn ich den Wert dann schon mal in der Position habe, dann schaue ich mir da jedes Quartal an. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt, nur weil ein Wert jetzt ein Quartal lang unterperformt, den sofort verkaufen. Aber dann wüsste ich schon, im nächsten Quartal schaue ich ihn mir nochmal ganz genau an. Und normalerweise habe ich für mich so die Regel identifiziert, wenn ein Wert drei Quartale lang unterperformt, dann würde ich den eher gegen einen anderen Wert aus dieser Kategorie auswechseln. Ein weiterer Wert aus der Kategorie MongoDB. Hier auch wieder sehr wichtig die Branche und der Wettbewerbsvorteil. MongoDB ist im Bereich im Datenbankbereich tätig, der sich eben, wie hier geschrieben, einfach kontinuierlich wächst. Ähnlich wie es jetzt auch bei Okta zum Beispiel der Fall ist. Wir haben immer mehr Daten. Okta kümmert sich um die Sicherung. MongoDB kümmert sich darum, diese Daten gut abzuspeichern, gut zu verwalten. Was mir MongoDB besonders gefällt, ist vielleicht hier eine kurze Anekdote, wie ich auf den Wert gestoßen bin. Ich habe in meinem Bekanntenkreis sehr viele Entwickler und tatsächlich haben die mir öfters von MongoDB berichtet. Einfach so mal nebenbei haben halt erzählt, ja, sie arbeiten jetzt mit diesem neuen Datenbanksystem und das ist super. Und hat der eine gesagt, ja, ich finde das auch toll. Und nachdem ich diesen Namen ein paar Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, jetzt schaue ich mir das mal an, ob es die Aktie auf dem Markt gibt und habe ein bisschen mehr informiert. Und bin eigentlich dann quasi durch Entwickler selber auf diese Aktie, auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden, das sich auch generell am Markt durchsetzt, weil das ist eine Datenbank, die tatsächlich von Entwicklern für Entwickler gemacht wurde. Das heißt, das ist eben keine klassische SQL-Datenbank, sondern sie ist dokumentenorientiert, schemafrei. Das heißt, die Entwickler können hier einfach viel, viel einfacher und freier arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Okta sich so schnell an die Spitze gebracht hat. Das ist heute die beliebteste Datenbank unter Entwicklern und auch bereits die am weitesten verbreitete Non-SQL-Datenbank. Wie gesagt, wichtig natürlich, das Ganze muss sich auch am Aktienmarkt widerspiegeln. Wie man eben hier sieht, anhand des Vergleichs, sehr schöne Outperformance hier wieder von der Benchmark, dem S&P 500. Bevor ich zu dem nächsten Block übergehe, würde ich jetzt nochmal auf die Fragen eingehen. Hier habe ich eine Frage nach meinem Wikifolio. Das Wikifolio liegt aktuell noch bei Wikifolio selber zur Prüfung bevor der Emission. Das ist ein Schritt, den man immer vornehmen muss, wenn man ein neues Wikifolio investierbar machen möchte. Dieser Prozess dauert laut Wikifolio selber rund 8 Wochen. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt vor ein paar Wochen bereits zu Ihnen geschickt. Ich denke, es dürfte in den nächsten 6 bis 4 Wochen dann investierbar sein. Dann habe ich noch die Frage, sollte man zum Beispiel bei Okta, also das heißt wahrscheinlich einfach generell bei spekulativeren Werten, was rausholen und woanders investieren, wenn man eine schöne Performance hat. Das ist auch so ein Element, wo ich sage, das kann dann auch jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es jetzt beispielsweise in der Vergangenheit nicht gemacht, einfach weil ich, wie gesagt, wirklich hier den sehr langfristigen Ansatz habe, auch im Vergleich, also wie gesagt, diese 5 Jahre. Ich denke, natürlich hatte Okta jetzt schon einen schönen Run und auch viele andere dieser Werte, aber ich glaube, dass da nach wie vor sehr viel mehr Potenzial noch drin steckt. Und tatsächlich, das ist auch etwas, was ich des Öfteren gefragt werde, ist, warum ich denn einen so langen Ansatz auch bei diesen spekulativeren Werten habe, warum ich nicht dann gerne mal auch mal Gewinne mitnehme.
weil es ist mir natürlich schon mal passiert, dass Werte zuerst mal 50% in performt haben und ich habe sie halt einfach gehalten und dann sind sie aber 40% wieder zurückgekommen. Das passiert auch sehr gerne bei diesen Werten. Aber ich habe hier bewusst im Rahmen meiner Strategie die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun, weil ich die Aussicht habe, dass diese vergleichsweise natürlich jetzt hohe Performance, die 50% in Zukunft gering ausfallen werden, einfach weil ich diesen Wert schlussendlich noch ganz woanders sehe. Ich kaufe ja hier wirklich Werte, die ich denke, dass sie sich wirklich langfristig als Leader etablieren werden. Genau, dann, nachdem ich nun meine drei Investmentkategorien vorgestellt habe, also ich habe angefangen mit der Benchmark, was ist die Grundperformance, dann bin ich darauf angegangen, wie möchte ich diese Performance erreichen oder schlagen. Dann möchte ich noch zu dem letzten Aspekt von meiner Kategorie kommen, also von meinen Kernelementen kommen, die Absicherungswerte. Und zwar, wenn man es vergleicht mit dem Meer, vergleicht, finde ich den Vergleich immer recht schön. Ich habe in meiner Strategie eigentlich beim Meer soweit ist alles drin. Ich habe die Gezeiten drin mit den ETFs, die langfristigen Bewegungen. Mit den konservativen Aktien bildet man so ein bisschen die Wellen ab und hat man auch noch so das Gekräusel vorne, mehr mit den spekulativeren Werten. Was mir allerdings fehlt, ist so ein bisschen der Fels in der Brandung. Weil es ist natürlich schon so, dass alle drei meiner Investmentkategorien sehr stark dem Marktrisiko ausgesetzt sind. Das heißt, wenn sich jetzt am Aktienmarkt irgendwas tut, dann ist mein Depot natürlich sehr, sehr stark betroffen. Und genauso wie ich es wichtig finde, dass man in seinem Portfolio Diversifikation betreibt, ist es natürlich auch wichtig, dass man Assetklassen übergreifend diversifiziert. Wie tue ich das im Rahmen meiner Strategie? Ich kaufe zusätzlich Werte, die möglichst gegenläufig zum Aktienmarkt sich entwickeln, beziehungsweise die unkorreliert sind zum Aktienmarkt. Beispiele sind für mich hier Rohstoffe. Ich setze hier besonders auf, also beziehungsweise Edelmetalle vor allem. Ich setze hier auf Gold. Grund dafür ist es einfach Gold, das Edelmetall, dass es nicht besteuert ist. Das heißt, für mich hier am interessantesten. Eine Alternative wären hier auch noch Immobilien. Achtung allerdings, das sind alles Werte, die als Absicherung gedacht sind im Rahmen der Strategie, also keine Performance-Treiber. Also man sollte sie jetzt auch nicht übergewichten in seinem Portfolio, weil dann würde einfach langfristig die Performance drunter leiden, sondern sie sollten quasi einfach nur eine schöne Gegenposition darstellen, die das Ganze eben absichern. Wie gesagt, wichtig für mich, man kann jedes Element der Strategie für sich selber ausrichten. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel erwähnt, dass ich, wenn ich nochmal zurückgehe, wenn man das vielleicht sieht, in Form dieses Dreiecks hier investiere, also ETFs übergeordnet, dann konservative Aktien, dann spekulative Aktien. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher etwas riskanter das Ganze auslegen möchte, dann kann ich natürlich diese drei Kategorien auch gleich gewichten, beziehungsweise die Pyramide genau andersrum gestalten. Ich kann aber auch, wenn ich sage, diese spekulativen Aktien, das liegt mir nicht so, ich möchte eher wirklich konservativ und langfristig investieren, dann kann man auch die dritte Kategorie weglassen. Wie gesagt, immer nur wichtig, der Vergleich mit der Benchmark. Das Gleiche gilt natürlich eben auch für die Absicherungswerte. Der eine sagt vielleicht, ich möchte aber nicht Gold kaufen, ich sehe mehr Potenzial in Silber. Ein anderer sagt, ich kaufe lieber physisches Gold, ein anderer kauft lieber ein ETF auf Gold. Also das hier ist wirklich jedem dann selber überlassen. Genau, bevor ich nun den Guidance wechsle, vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum ich so überzeugt bin von meiner Strategie. Natürlich einmal ganz klar, wie es eigentlich sein sollte, die gute bis sehr gute Performance meines Erachtens, aber eben auch dieser Aspekt, dass es individuell gestaltbar ist und auch, dass ich hier mal variieren kann. Also ich kann ja durchaus auch mich weiterentwickeln und sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen mehr in ETFs investieren, dann sage ich aber, ich möchte jetzt ein bisschen mehr in Aktien investieren, dass man es halt wirklich hier für sich selber gestalten kann und dass diese Strategie somit meines Erachtens auch für jeden, der Vermögen aufbauen möchte, geeignet ist. Gleichzeitig aufgrund dieser langfristigen bzw. mittel- bis langfristigen Ausrichtung ist der Zeitaufwand im Vergleich zu kurzfristigen Strategien sehr gering bei einer doch aus meines Erachtens stattlichen Performance. Das heißt, im Grunde kann man sagen, dass das Ganze auch als recht langweilig gewertet werden kann, weil ich versuche, den Gesamtmarkt zu schlagen anhand meiner Benchmark, bin aber ja im Grunde auch mit seiner Performance sehr zufrieden.
Und das Schöne daran ist halt, ich muss nicht die ganze Zeit vor meinem PC sitzen, ich muss nicht die ganze Zeit meine Werte anschauen, sondern ich lasse das Ganze laufen. Einerseits ist es schön, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder in der Freizeit bin, dann schaue ich einfach nicht rein. Das ist bei mir einfach ein Prinzip, weil ich bin einfach der Meinung, dass es auch einfach wichtig ist für einen selber oder auch für die Personen in seinem Umfeld, dass man da einfach abschalten kann und dass es einfach einem nicht im Hinterkopf herumspukt. Das soll ja schließlich keine Belastung sein, sondern es soll eine Bereicherung sein. Das Gleiche gilt natürlich aber auch insbesondere in Zeiten von Krisen. Es gab ja in den vergangenen 2 Jahren mehrmals Phasen, wo gerade Tech-Werte sehr stark gefallen sind. Ich habe viele Tech-Werte in meinem Depot. Da kamen vermehrt die Anfragen, ja, ob ich mir denn nicht Sorgen mache und wie sich das Ganze denn entwickelt. Und ich kann wirklich rückblickend sagen, ich habe mir keine einzige Nacht lang oder keine einzige Minute lang Gedanken gemacht, weil ich habe mir halt einfach immer sofort angeschaut, okay, wie sieht der Wert aus? Stimmt noch alles? Meine Anfangsanalyse, liegt das jetzt irgendwie an dem Wert oder ist es einfach der Gesamtmarkt? Und sobald ich immer gesehen habe, es ist der Gesamtmarkt, war die Sache für mich gegessen. Genau. Dann will ich jetzt nochmal kurz auf die Fragen schauen, aber ich sehe gerade, es sind soweit keine weiteren Fragen eingekommen. Dann würde ich jetzt noch kurz in Guidance, nach Guidance wechseln und zeigen, wie ich das Ganze dann umsetze, auch tatsächlich. Ich frage, sehen Sie jetzt meinen Desktop? Sie sollten jetzt meinen Guidance-Desktop sehen normalerweise. Ja. Genau. Dann, wie gesagt, kurz zeigen, wie analysiere ich das Ganze. Ich würde es einfach kurz mal von jeder Kategorie ein Beispiel rausziehen und dann anhand von diesem Beispiel das Ganze zeigen. Ich sehe jetzt hier gerade noch eine Frage, warum ich nicht in den MSCI All Country investiere, der knapp über der 3000 Aktien im Portfolio hat. Das ist für mich einfach eine Präferenzfrage, weil ich einfach hier auf den amerikanischen Markt setze. Für mich ist einfach der S&P 500 der Index, der für mich die richtige Marktbreite hat und trotzdem auch eine sehr starke Performance. Wie gesagt, das ist einfach nur eine individuelle Präferenz. Das ist das Steckenpferd, auf das ich setzen möchte, weil der die Performance erwirtschaftet, die ich erreichen möchte. Und das ist halt schon auch bei ETFs so, desto marktbreiter, tendenziell desto auch etwas geringer die Performance. Also ich könnte es jetzt nicht sagen, ich kenne die Performance von diesem ETF nicht konkret, aber der S&P ist halt den ich für mich identifiziert habe, an dem ich mich sehr gut messen kann. Genau, also fangen wir eben, weil wir gerade bei ETFs sind, auch mit ETFs an. Wie würde ich hier vorgehen? Also natürlich ganz klar, ich schaue mir Nachrichten an, zum Beispiel bei uns auf dem Godmode Trader. Ich schaue mir verschiedene Unternehmen an und identifiziere halt Branchen, die für mich interessant sind, wie eben Beispiel die Technologiebranche. Ich interessiere mich selber sehr für diese Werte und deswegen sage ich auch, das ist eine Branche, in die ich investieren möchte. Dann eben ganz klassisch, nachdem ich mir Nachrichten angeschaut habe, schaue ich mir den Wert an. Das heißt, hier in Guidance hat man die Möglichkeit, eben ganz klassisch hier über die Suche zum Beispiel, sich die Werte zu suchen. Ich mache es aber so, ich habe mir hier eine Watchlist angelegt, weil ich möchte die für mich interessanten Werte immer im Blick haben und kann dann einfach aus dieser Watchlist heraus mir den Wert anzeigen lassen. Jetzt vielleicht hier nochmal kurz ein kleiner Exkurs zu ETFs. Ich schaue mir hier gerne ETFs von amerikanischen Emittenten an, einfach weil sie oft eine längere Laufzeit als die europäischen Pendants haben. Leider ist es ja so, dass europäische Anleger quasi gar nicht mehr in amerikanische ETFs investieren können, außer man gilt als institutionelle Anleger aufgrund der Richtlinie MiFID II, die Anfang, sogar jetzt schon vorletzten Jahres genau, in Kraft getreten ist. Deswegen investieren tue ich inzwischen in europäische ETFs, aber für die Analyse ziehe ich eben gerne oft das amerikanische Pendant hinzu, weil es einfach eine längere Laufzeit hat. Wie gesagt, für mich ETFs langfristig, hier ist für mich auch die Laufzeit interessant. Das heißt, ich würde jetzt hier kurz eben, das ist ein ETF auf den Nasdaq 100, da würde ich jetzt mal kurz eben das amerikanische Pendant raussuchen. Und zwar, Moment. Kurz die ISIN eingeben. Ich habe mir die hier rausgesucht schon.
Genau. Und dann nehme ich eben diesen ETF, wie man sieht, und schaue mir halt wirklich hier die sehr, sehr langfristige Performance an. Und dann füge ich hier eben klassisch meine Benchmark hinzu, den S&P 500. Genau, und dann schaue ich mir das Ganze eben an. Stelle hier noch auf Linie um, dass ich das Ganze auch schön sehe. Genau, und da wird es man sehen. Also hier jetzt eben, wie gesagt, ist es noch nicht so lange. Das heißt, mich interessiert ja wirklich das Langfristige. Muss hierfür noch kurz den Handelsplatz wechseln. So, und jetzt sieht man es wirklich sehr schön langfristig. Hier eben auch wichtig nochmal zu sehen. Leider haben wir hier ein Guidance, für den nicht den ganz, ganz langen Kurs. Deswegen ist hier relativ unschön zu erkennen, weil wir hier genau bei der Dotcom-Blase sind, wo es natürlich den Nasdaq absolut nach unten gehauen hat. Das heißt, natürlich, wenn man jetzt in den Nasdaq hier bei der Dotcom-Blase investiert hätte und dann nicht mehr, dann hätte man hier die Performance, da hätte man sich nie wieder erholt. Aber dem soll ja nicht so sein. Wie gesagt, langfristig immer mal wieder investieren. Und man sieht hier eben eine kontinuierliche Outperformance. Immer 10 Jahre. Wie gesagt, das Ganze guckt man sich immer mal wieder an. Genau, und hier sieht man eben jetzt den Bruch, eben der Moment, ab dem dieser ETF für uns europäische Anleger nicht mehr investierbar war. Damit hat sich es aber größtenteils mit ETFs auch schon für mich, wie gesagt, hier ein langfristiger Wert. Ähnlich gehe ich bei Aktien, also bei konservativen Aktien vor. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das wir schon hatten, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Auch hier würde ich mir ganz klassisch erstmal den langfristigen Chartverlauf anschauen. Also natürlich erstmal analysiere ich das Unternehmen. Ich schaue mir auf dem Unternehmenswebseite Kennzahlen an. Ich schaue mir die Bilanz an. Ich analysiere, wie ist die Branche aufgestellt. Ich schaue mir an, wie sind die, die Wettbewerber aufgestellt. Hier schaue ich mir auch gerne hier in Guidance. Da tickern dann immer zu den Werten, die man in der Watchlist hat, die neuesten Nachrichten rein. Die kann man sich sehr schön orientieren. Genau, also das geht natürlich dem voraus. Und dann, sobald ich identifiziert habe, der Wert interessiert mich, dann schaue ich mir eben den langfristigen Chartverlauf an. Und wie man hier sieht, wirklich ein Paradebeispiel, langfristig sehr, sehr schöne Performance. Wichtig jedoch, wie gesagt, der Vergleich mit dem S&P 500. Wie gesagt, meine Benchmark. So, hier nochmal ganz kurz Handelsplatz wechseln. Genau, und wie man sieht, hier aber immer wieder Momente, wo halt der S&P 500 eigentlich besser performt. Deswegen, wie gesagt, wichtig immer der Vergleich. Die Aktie kann mir noch so gut gefallen, wenn da eine kontinuierliche Unterperformance ist, dann nehme ich sie nicht auf, beziehungsweise verkaufe sie auch irgendwann. Aber wie man sehen kann, ab hier eine schöne Outperformance und damit für mich einfach ein klassisch konservativer Wert, ebenso lang auch die anderen Annahmen weiterhin stimmen. Zu guter Letzt möchte ich noch eben auf meine dritte Kategorie eingehen, spekulative Aktien, die in der Aufbereitung eben etwas aufwendiger sind. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel InMode, da kann man es nämlich sehr schön sehen. Also wie gesagt, auch hier ganz klassisch, ich informiere mich über dieses Unternehmen, hier sehr wichtig für mich, wie sieht das Unternehmen fundamental aus, wie sieht die Branche aus, die Wettbewerbsvorteile, schaue mir an, was tickern hier für Nachrichten rein. Sehr wichtig, bei diesen Unternehmen schaue ich mir auch jeden Quartalsbericht an, und zwar im Detail. Schaue mir an die Konferenz, was sagen die Vorstände zu dem Unternehmen. Und hier schaue ich mir eben aber auch den Chart an und identifiziere hier interessante Einstiegschancen. Und wie mache ich das? Eben sehr gerne basierend auf der Cancel-Strategie. Und das kann ich jetzt hier anhand einem Beispiel schön sagen. Die Cancel-Strategie bei Kaufsignalen setzt sehr stark auf Konsolidierungen und dann aus Ausbrüchen aus Konsolidierungen. Und hier sieht man eben zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Genau, also hier würde man sehen, hier hat eine Konsolidierung begonnen. Das heißt natürlich, man erkennt das natürlich erst, wenn es wieder in Richtung Höhen geht, aber hier würde ich dann anfangen, mir zu denken, da könnte jetzt eine sehr schöne Konsolidierung auftauchen. Dann würde ich mir das hier mal markieren, als optimalen Kaufpunkt potenziell, hier oben.
Auf das Ganze haut man dann bei der Strategie 10 Cent drauf. Dann sehe ich das, okay. Und dann markiere ich mir das Ganze als Konsolidierung. Okay. Ich meine, klar, ich weiß jetzt, wo lang es geht, aber das weiß man natürlich in dem Moment nicht. Dann schaue ich mir an, sind alle Voraussetzungen gegeben? Also eine Voraussetzung ist zum Beispiel hier, dass sich davor ein Anstieg um mindestens 30% ergeben hat. Also hier ganz klar erfüllt. Dann ist aber auch wichtig, dass innerhalb der Konsolidierung der Rücksetzer in Ordnung ist. Also ich muss mir hier anschauen, dieser Rücksetzer hier, der soll schon in der Region sein von 30%. Also zwischen 15 und 30%. Also wie man sieht, hier auch sehr schön erfüllt das Kriterium. Des Weiteren interessiert mich dann noch hier im Rahmen dieser Strategie eben die Länge, der Zeitbereich. Also das Ganze sollte hier, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, genau. Aber gut, das Ganze sollte hier über einem Zeitbereich von rund 7 Wochen dann geschehen. Und sobald ich identifiziert habe, dass eigentlich die Voraussetzungen erfüllt sind, warte ich auf einen Ausbruch. Für einen Ausbruch muss die Aktie auf Tagesschlusskursbasis diesen optimalen Kaufpunkt, den ich identifiziert habe, also das linke Hoch plus 10 Cent, mit vergleichsweise hohem Volumen überschreiten. Und wie man jetzt sieht, den Ausbruch hatte man dann genau hier. Hier die Aktie hat den Ausbruchspunkt knapp überschritten auf Tagesendschlussbasis mit sehr hohem Volumen, also hier ein sehr schönes Kaufsignal. Und da würde ich dann einsteigen. Also im Grunde, basierend auf der Strategie kann man dann so 5% über diesen optimalen Kaufpunkt noch einsteigen. Also irgendwie so in dieser Range hier gewesen sein. Man sollte aber natürlich versuchen, möglichst nah daran zu kaufen. Und wie man sieht, sehr schöner Kaufpunkt. Die Aktie ist danach durchgestartet. Und aktuell gibt es hier wieder Chancen auf eine schöne Konsolidierung. In diesem Fall mit Ausbruch bei 58,68 US-Dollar, wenn ich das richtig sehe. Also ich bin gespannt. Schauen wir mal, wie sich das ergeben wird. Und würde jetzt noch kurz die letzten Fragen beantworten und dann aber auch wieder an Roland übergeben, weil ich sehe, wir kommen an das Ende dieses Webinars. Ich muss sagen, also ich habe eine Frage jetzt bekommen zur Absicherung. Also ich muss sagen, ich investiere, wie gesagt, ich investiere sehr viel Zeit in die Initialanalyse. Das heißt, ich sichere persönlich meine Werte eben, wie gesagt, nur ab mit diesen Absicherungswerten, aber ansonsten mit zum Beispiel Optionsschein, wie hier die Frage ist, benutze ich hierfür gar nicht. Dann hier eine Frage. Wie würde ich vorgehen, wenn ich einen größeren Betrag investieren würde? Dann würde ich dennoch einfach kontinuierlich investieren. Das ist halt gerne das Gefährliche beim langfristigen Investieren. Klar, der Markt, der kann schwanken. Es kann natürlich durchaus sein. Ich meine, die Märkte sind jetzt lange gelaufen. Es kann sein, dass sie jetzt weiterlaufen. Es kann aber auch nicht sein. Ich maße mir auch nicht an, das wissen zu können. Aber es ist natürlich gefährlich, würde man gerade zum Hoch mit seinem gesamten Vermögen reingehen. Deswegen auch, wenn man ein Vermögen beiseite hat, dass man investieren kann, hier lieber kontinuierlich investieren und einfach kontinuierlich kaufen. Meines Erachtens, wie gesagt, das muss dann auch jeder nochmal für sich entscheiden. Genau, also hier auch wieder die Frage eben zum Thema, wie verhält man sich eben jetzt, wo der Markt hoch ist. Ich bin einfach ein Fan davon zu sagen, ich schaue nicht darauf, was der Aktienmarkt, wie sich der Aktienmarkt jetzt zukünftig entwickelt. Also man weiß es einfach nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Experten es auch nicht wissen. Ich möchte mir das Ganze auch nicht anmaßen, das zu wissen. Deswegen habe ich für mich eine Strategie gefunden und entwickelt, die einfach davon unabhängig ist. Also ich halte einfach meine Werte unabhängig davon, was der Markt gerade macht, sondern konzentriere mich wirklich darauf, was kann das Unternehmen und wie entwickelt sich dieses Unternehmen. Ich würde jetzt an Herrn Roland zurückgeben, da ich sehe, dass wir schon sehr knapp sind an der Zeit. Ja, vielen Dank, Lisa, für die Vorstellung deiner Strategie und die interessanten Informationen zum Thema Vermögensaufbau.
Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wenn Sie jetzt diese Strategien, die Lisa gerade vorgestellt hat, nun zum Beispiel mit Aktien und ETFs umsetzen möchten und das Ganze auch noch zu günstigen Konditionen, sollten Sie sich vielleicht einmal unser Aktienkonto näher anschauen. Hier können Sie zum Beispiel europäische Aktien schon für 3,95 Euro handeln und US-Aktien für 1 Cent je Aktie mit einem Minimum von $1,95. Dann fand ich auch deine Informationen oder Ausführungen zum Thema Marktrisiko, Absicherungswerte, Diversifikation sehr interessant. Und da möchte ich noch einen zusätzlichen Punkt ansprechen. Wenn Sie nun Ihre langfristigen Positionen zum Beispiel auch durch kurzfristige Positionen ergänzen möchten und damit Ihr Portfolio komplettieren möchten, sollten Sie sich vielleicht einmal unseren neuen Service Investui anschauen. Mit komplettieren meine ich, dass man vielleicht 10-20% seines Gesamtportfolios dann auch in kurzfristige Positionen investiert. Dieser innovative Service erlaubt es Ihnen sehr einfach in den wichtigsten Anlageklassen kurzfristige Positionen einzugehen und dabei sind auch noch sehr attraktive Renditen möglich. Mit Anlageklassen meine ich hier zum Beispiel Gold, das Lisa auch angesprochen hat. Der DAX und der Mini S&P sind auch mit dabei und wir haben eine Strategie im britischen Pfund. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Diese attraktiven Renditen sind möglich, weil Markteffekte genutzt werden, die durch akademische Studien nachgewiesen wurden. Das heißt, es sind ja jetzt keine Strategien, die wir uns ausgedacht haben oder Ähnliches, sondern es sind wirklich wissenschaftlich fundierte Studien, die diese Markteffekte eben belegt haben. Als ein einfaches Beispiel, hier ist jetzt die Performance dieser Gesamtstrategie aus 4 Instrumenten und 4 verschiedenen Strategien. Eine davon bezieht sich zum Beispiel auf Gold, dass man Gold donnerstags zu einem bestimmten Zeitpunkt kauft und freitagsabends wieder verkauft. Also es ist die sogenannte Friday Gold Rush Strategie. Ich gehe mal ganz kurz auf unsere neue Homepage. Also das ist ein Service von WH Self Invest, Investui, ganz frisch gelauncht vor einer Woche, aber es befindet sich schon seit mehr als einem Jahr im Live-Betrieb mit Kunden von WH Self Invest. Wir haben es nur jetzt unter einer eigenen Brand mit einer eigenen Homepage gelauncht. Hier sieht man diese 4 Strategien, alles wissenschaftlich nachgewiesene Markteffekte. Eine auch sehr interessant, diese Month-End-Strategie, dazu gibt es wirklich wissenschaftliche Studien en masse, dass es insbesondere Sinn machen kann, dass man nicht den ganzen Monat im Mini-S&P investiert ist, sondern nur die letzten und die ersten Werktage. Und genau das wird mit dieser Strategie umgesetzt. Und für Kunden ist das Ganze sehr einfach umzusetzen. Sie erhalten von uns eine E-Mail. Wenn Sie sagen, ich möchte das Signal umsetzen, klicken Sie einfach in dieser E-Mail auf die gewünschte Positionsgröße. Anschließend kaufen wir die Positionen in Ihrem Depot und schließen die auch wieder zum Zeitpunkt, den die Strategie vorgibt. Also eine interessante Sache vielleicht, um das Gesamtportfolio zu ergänzen. Hier gibt es eine ganze Reihe an Fakten. Laden Sie sich sonst einfach mal bei Interesse dieses Factsheet herunter. Ein Haufen an Backtests, an weiteren Informationen, an Statistiken zu diesen Strategien. Also man investiert hier nicht in die Katze im Sack, so will ich es mal ausdrücken, sondern sehr interessante Strategien. Falls Sie das interessiert, einfach mal vorbeischauen auf unserer neuen Seite. Ich poste den Link vielleicht einfach mal kurz hier im Chat und vielleicht das Factsheet anfragen. Und ja, wenn es Fragen dazu gibt, einfach melden. Und damit kommen wir dann auch zum Ende. Wenn es Fragen gibt zu unserem Aktienangebot, zum Aktien- und ETF-Handel bei WH Self Invest zu günstigen und attraktiven Konditionen, melden Sie sich gerne bei uns oder auch direkt bei mir per E-Mail, per Telefon oder kommen Sie in unseren Chat und dann können wir da auch gerne im Anschluss morgen persönlich drüber sprechen. Das war es dann soweit von meiner Seite. Vielen Dank nochmal an Lisa. Vielen Dank an alle Teilnehmer und auch die vielen Fragen, an die rege Teilnahme. Hat Spaß gemacht heute Abend. Ich hoffe, das können wir vielleicht in ähnlicher Form wieder wiederholen. Ja, das war es von unserer Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dann wünsche ich Ihnen und uns noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, von mir auch nochmal.
Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Hat auch mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ja, An sehr Sie, gerne. werte Teilnehmer, auch nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme, für die Fragen. Nochmal kurz die Info, das Webinar wurde aufgezeichnet und wird auch zur Verfügung gestellt werden. Ich werde mich auch bemühen, die offenen Fragen noch auf meinem Guidance-Desktop zu beantworten und ja, wünsche noch einen sehr schönen Abend und bedanke mich recht herzlich.